Ja, bei uns ist Vincent Kolb, neuer Juniorfahrer im Team Phoenix Racing. Und Vincent, gleich ein Einstand nach Maas. Ja, war Hammer. Also damit hatten wir alle, glaube ich, nicht wirklich gerechnet. Und jetzt der erste VLN-Lauf mit Phoenix zusammen. Erstes Mal auf dem GT3-Auto. Hammer. Du bist ja in deiner jungen Karriere schon relativ viel hier in der VLN gefahren, unter anderem auf Porsche-Fahrzeugen. Da warst du eigentlich immer in der Rolle, dass eher du derjenige warst, der Platz machen musstest für die Schnellen. Heute haben die langsamen Kollegen für dich Platz gemacht. Wie war die Erfahrung da für dich? Das war sehr ungewohnt. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das Auto vom Design kennt man aus der letzten Saison. Aber wie extrem alle anderen ausweichen, das ist schon ein großer Vorteil der SP9-Autos. Mit Frank Stippler hast du, denke ich, einen perfekten Lehrer an deiner Seite. Was sind so die Sachen, die du heute aus deinem ersten Rennen mitnehmen konntest? Ja, heute gar nicht so viel, sag ich jetzt mal von Frank aus. Wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, aber die letzten Tage, wo ich mit Frank zusammen mit Daten gemacht habe, waren echt hilfreich und wir werden mal schauen, was sich dann noch so weiterentwickelt. Wie wird dein weiteres Juniorenprogramm bei Phoenix Racing aussehen in dieser Saison? Ich werde die ganze Saison bei Phoenix fahren, bis auf VLN 5 und 7 wahrscheinlich, weil da ist gleichzeitig GT Masters und deswegen klappt das leider nicht, aber vielleicht werde ich woanders noch fahren. Vincent Kolb, vielen Dank, feiert schön heute und nochmal Glückwunsch. Dankeschön.